Seit gut einem Jahr gibt es jetzt das Projekt Neue Aufbrüche zwischen Kirche und Diakonie mit mir, Pfarrer Steffen Kaub, an der Karlshöhe. Und was für ein Neues wächst in diesem Neuland aktuell? Neugierig auf eine kurze Expedition? Wie kann die Karlshöhe mit begrenzten Mitteln Teil eines offenen Quartiers werden? Die Schätze der Karlshöhe heben? Mittlerweile gibt es 2 Geocaches auf der und über die Karlshöhe. 2 weitere digitale Varianten runden das Angebot ab. So gewinnen Menschen, denen das Feld Diakonie Kirche bisher recht fremd ist, einen ersten interessanten Einblick von der Studentenarbeit bis hin zu den therapeutischen Werkstätten. Auch Pilgerwege helfen die Schätze heben und Gott im eigenen Leben zu spüren. Bewegt und mit meditativen Gebetselementen pilgern Menschen auf dem Weg der Barmherzigkeit von der Kirche ausgehend über die Karlshöhe zurück zur Kirche. Dieser Weg der Barmherzigkeit wurde 2021 erstmals begangen. In diesem Jahr werden wir ihn als Teil des ökumenischen Pilgerangebots im Kirchenbezirk Ludwigsburg 2-mal durchführen. Ende April und Anfang Oktober. Mit verschiedenen modularen Angeboten bricht inzwischen auch die Konfirmandenarbeit des Kirchenbezirks und der Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg auf ins Arbeitsfeld Diakonie. In toller Zusammenarbeit mit der Holzwerkstatt und des Hauses Doppelpunkt erleben die jungen Menschen einen ersten handlungsorientierten und spielpädagogischen Zugang zur Diakonie. Dabei gibt es auch eine smartphone-gestützte und interaktive Tour, die zudem interessierte Personen unabhängig von der Konfi-Arbeit über Google Maps die Karlshöhe erkunden lässt. Und erste Konfirmandinnen und Konfirmanden konnten auch schon ihr kurzes Gemeindepraktikum in der Holzwerkstatt der Karlshöhe gestalten. Ausgehend von den Erfahrungen des Pilgerwegs und der Geocaches gibt es auch neue Gebetsangebote auf der Karlshöhe. In digitalen wie analogen Formen können so Menschen Gott im eigenen Leben entdecken. Zu einem Abend voller Gottesfunken auf dem eigenen Sofa zu Hause möchte auch der digitale Leuchtstrahlweg über die Karlshöhe per Google Maps sorgen. Gerade die Erfahrungen mit Online-Angeboten in der Adventszeit, vom digitalen Quiz bis hin zum Kompaktkurs über Jesus Christus, inspirieren für die Zukunft. Seit Herbst letzten Jahres gibt es auch Geistesgut, die Website für die neuen Aufbrüche zwischen Kirche und Diakonie. Sie informiert und dokumentiert alle weiteren Stationen. Surf doch mal vorbei! Unterwegs auf neuen Wegen im Grenzland zwischen Kirche und Diakonie. Wer Neuland entdecken will, muss neugierig bleiben und vielleicht auch am Gewohnten zweifeln. Ich freue mich auf weitere gemeinsame Entdeckungen.